Zu Ostern können Millionen Christen nicht feiern, nicht ihre religiösen Festtage begehen. Christen sind die am meisten verfolgteste Glaubensgruppe der Welt. Sie fordern, dass Europa eine Schutzmacht für Christen werden solle. Ja. Wie kann das funktionieren? Man muss wissen, dass noch nie so viele Christen verfolgt wurden wie derzeit, rund um den Erdball. Insbesondere in Ländern wie Nordkorea, aber gut, ich meine, dort herrscht sowieso der reine Wahnsinn, aber vor allem in islamischen Ländern wie in Pakistan, in Syrien, im Irak, im Iran, in Nigeria. Überall haben Christen schwere Verfolgung zu erleiden. Und da müsste die Europäische Union als Schutzmacht auftreten. Das tut sie aber leider nicht. Eben weil sie das Christentum nicht als ihr Fundament betrachtet, sondern weil sie immer glaubt, sie muss mit einem radikalen Laizismus und Säkularismus permanent die Äquidistanz zu den Religionen zelebrieren. Aber in Wahrheit hätten wir die Aufgabe, als Schutzmacht für die verfolgten Christen aufzutreten. Speziell im Irak und in Syrien sind Gemeinden bedroht, die zu den ältesten Christengemeinden der Welt gehören. Insbesondere wenn ich an die aramäischen Christen denke, das sind immerhin jene Christen, die noch die Sprache Jesu Christi sprechen, die derzeit vor der Auslöschung stehen. Genauso wie man zugeschaut hat, wie die Christengemeinden im Irak ausgelöscht wurden. Da hätte die Europäische Union Schutzmachtfunktion und sie könnte damit zeigen, dass es ihr mit der Moral hinsichtlich der christlichen Fundamente des Kontinents wirklich ernst ist, aber das tut sie nicht. Und er zeigt sich auch hier ein Versagen. Ich möchte einfach dem Zuseher zeigen, wie in großen Fragen die Europäische Union die Chance hätte, große Lösungen zu finden, etwa auch im Zusammenhang mit dem Schutz der Christen, aber sie permanent in großen Problemen versagt und sich stattdessen auf irgendwelche Kinkerlitzchen und Kleinigkeiten versteift, die sie dann ganz groß löst und der Bürger, beim Bürger damit Ärgernis erzeugt. Etwa diese jüngsten Wahnsinnigkeiten zum Bierkrugverbot oder die Regelungen über die Olivenölkännchen, die Glühbirnen, Staubsauger, Kaffeemaschinen. Also das sind alles Dinge, die man ganz groß regelt und dann bei den Bürgern in Wirklichkeit nur Ärger erzeugt. Aber die großen Probleme rührt man nicht an. Und daher ist man weder in der Lage gewesen, die Christen zu schützen, noch ist man in der Lage, die Arbeitslosenproblematik zu lösen, insbesondere die Jugendarbeitslosenproblematik. Noch sind sie in der Lage, die Finanzkrise zu lösen, sondern man hat sie nur in die Zukunft verschoben, wo sie dann, wenn sie platzt, die Folgen noch größer sein werden. Das heißt, keines der großen Probleme hat die Europäische Union bisher zu lösen vermocht. Stattdessen konzentriert man sich auf solche Kinkerlitzchen und kleine Blödheiten. Und am Schluss zahlen immer die Leute drauf, insbesondere in dem konkreten Zusammenhang eben die Christen rund um den Erdball, wo man zwar Geld hinfließen lässt in diese Länder, etwa auch nach Pakistan oder auch nach Afrika, aber für den Christenschutz tritt man nicht ein. Kommt das Geld wirklich bei den Leuten an oder wird es? Das ist oft zu bezweifeln, sondern die Europäische Union ist so, wie sie eben auch hier in Europa gestrickt ist, ist ja auch dort nicht anders auftretend, indem sie sich natürlich mit den Lobbys und Pressure Groups dort ins Einvernehmen setzt und nicht darauf achtet, dass das Geld wirklich bei den Bevölkerungen landet.